Tag 3 beim Werder-Vorstellungsmarathon nach Martin Harnik, Kevin Möwald war heute der Schwede Felix Beimo dran, der ja vielleicht das unbeschriebenste Blatt von allen ist. Man weiß noch nicht allzu viel über den jungen 20-Jährigen. Deswegen sollte er am Anfang doch direkt erstmal ein bisschen was von sich erzählen. Was ist das überhaupt für ein Typ? Offensive right back. Tries to play as offensive as it's possible and as the coach say that I can. And also very... I try to give my best all the time. That's how I play. Ludwig Augustinsson ist ja bereits ein anderer Schwede bei Werder unter Vertrag, der aktuell bei der WM ja für Furore sorgt. Und Ludde, wie er ja genannt wird im Mannschaftskreis, war es auch, der Felix Beimo durchaus ein paar Tipps geben konnte beim Wechsel. He thinks very good about this club. And he had just positive things to say when I talked to him. I asked him about everything from the city to the players to the staff, and he was very positive and told me that if I would come here, I think it would be very, very good step for me and that he could help me. Ja, an einem mangelt es Felix Beimo garantiert nicht, und zwar an einer guten Portion Selbstbewusstsein. Großer Konkurrent auf der rechten Abwehrseite ist für ihn natürlich Theo Gebrselassie, tschechischer Nationalspieler, fast immer Stammspieler bei Werder. Und genau den möchte er verdrängen. Und er weiß, dass es schwierig wird, aber er traut sich's durchaus zu. I'm a football player and I signed here to play football, not to get water and stuff, so I want to play. And that's my personal goal, to train as hard as I can and show the staff that I'm capable of playing and I want to play all the games. Wie Felix Beimo uns erzählt hat, war Werder nicht der einzige Club, der Interesse an ihm hatte, aber er hat auch gesagt, er sei jetzt halt in Bremen und die anderen Clubs, da sei es jetzt wirklich nicht mehr wert, drüber zu sprechen, was es da sonst noch gab. Wer einen entscheidenden Anteil daran hatte, dass er letztlich hier an der Weser gelandet ist, das war Florian Kohfeldt, der Trainer. Denn wie die erste Begegnung zwischen den beiden war, das hat Felix Beimo uns auch erzählt. The first time I met him, we had breakfast and we spoke about how he sees me as a player. My strengths, my weaknesses. He said how he wanted to develop me and so on, and it was very much how I think about myself as a player, you know. So I feel like he knows me very good and that he knows what I'm capable of and what I need to develop. And also he told me how he wanted to play with the team, and he seems to be a very good tactical trainer. With a very smart mind, to change tactics and so on through the games, and that is what I like also, to have a very smart trainer that can see the games, what is needed, who are we gonna face next game, how are we gonna play, and not only to just go out and have fun. Ja, in diesen Tagen dreht sich in Schweden natürlich alles um die Weltmeisterschaft. Das Team steht ja durchaus sensationell im Viertelfinale des Turniers, spielt jetzt gegen die Engländer um den Einzug ins Halbfinale. Das hat natürlich Felix Beimo selbst auch beschäftigt. Er hat uns erzählt, wie die Stimmung momentan im Land ist und wie er das einzige Spiel erlebt hat, das die Schweden bislang verloren haben, nämlich gegen Deutschland, das Land, wo er künftig arbeiten wird. That game was very special. It was so, I watched it with many friends at home, at my place in Sweden, and it was so, we were so happy all the game until the 95th minute, and everybody was like, okay, I'm going home. It was tragical, but now everyone is extremely happy in Sweden. I talk with my friends when they play now Switzerland, and everybody is just partying home in Sweden. I think it's the biggest football fever since 1994. Bei Werder dreht sich jetzt in den nächsten Tagen erstmal alles ums Training. Pressetermine stehen vorerst nicht an. Es geht nur noch darum, die Spieler im Prinzip auf das vorzubereiten, was da am kommenden Sonntag kommt. Um 10 Uhr die erste richtige Mannschaftseinheit. Und da soll nicht einfach so ein bisschen gekickt werden, sondern Florian Kohfeldt hat schon angekündigt, dass da gleich richtig Vollgas gegeben wird. Um 13 Uhr wird der Coach dann selber nochmal sprechen am Sonntag und uns erzählen, wie seine ersten Eindrücke sind. Wir sind natürlich für euch mit dabei. Bis demnächst.